On. Hello, good evening or good noon or whatever. This is another session of Club O. I lost count, I think it's six, somewhere around there. And like usually we have some new stuff going on today. So the surprise today is not a guest, but three guests. So today we have a whole band as our guests. The name of the band is Feuervogel, which translates loosely to firebird. And it's a trio. So they've been together since about 2010, played in a little bit various setups, but this is the setup for today, our trio Feuervogel. And with this, I welcome the band, and maybe Christoph wants to say a few more sentences about the band and get started. Das Ganze vielleicht noch in Deutsch. Herzlich willkommen zu einer, ich weiß nicht wie vielten Folge von Club O hier aus Unterweiler. Sieben, so die Größenordnung. Und heute als Überraschung haben wir eine ganze Band eingeladen. Der Name der Band ist Feuervogel. Ein Trio, das ungefähr seit 10 Jahren in dieser Besetzung zusammenspielt, manchmal etwas erweitert, manchmal als Trio. Aber die Details und dann vor allem zur Musik wird Christoph und Andreas der Band euch sagen. Einen schönen guten Abend allen Musikliebhabern, die sich heute zugeschaltet haben. Wir sind das Trio Feuervogel und bestehen aus Ruth Gerber an den Saxophonen, Alt und Tenor. Dann Friedemann Burgdörfer am Gesang und an der Gitarre und mir, Christoph Behrens, am Bass. Und wir freuen uns, heute hier spielen zu dürfen, haben uns dann auch überlegt, was für ein Programm wir hier für das Kurzkonzert zusammenstellen könnten. Und weil der Vollmond Anfang Juli so schön war, entschieden wir uns für Moonlight and Love Songs. Und wir werden jetzt in der folgenden halben Stunde 5 Titel für euch spielen, immer mit einer kurzen Einleitung. Jetzt die Übersetzung. Dear Music Lovers, thank you very much and welcome for listening tonight. Our program is about Moonlight and Love Songs tonight, because we saw on the beginning of July a full moon here on the southern part of Germany, and we thought, oh, let's play some Moonlight and Love Songs, and we will present you 5 songs tonight. And the trio consists of Ruth Gerber on tenor and alt saxophones, Friedemann Burgdörfer on guitar and vocals, and my name is Christoph Behrens, I play bass. The first song is called, yes, will be introduced by Ruth. Also für die deutschen Zuhörer, wir spielen 5 Stücke und das erste Stück, da möchte die Ruth etwas zu sagen. Ja, hallo. Zu den erfolgreichsten Hollywood-Filmen aller Zeiten gehört zweifellos der Film Frühstück bei Tiffany, der 1961 nach dem gleichnamigen Roman von Truman Capote gedreht wurde. Dieser Film machte Audrey Hepburn in der Titelrolle der Holly-Golightly zum Star. Und der von Henry Mancini und Johnny Mercer komponierte und getextete Soundtrack mit seinen vielen unvergänglichen Melodien wurde zu Recht mit Preisen überhäuft. Eines der schönsten Stücke aus diesem Film ist Moon River, für das Mancini und Mercer den Oscar gewannen. Dieser Song der Audrey Hepburn, die eigentlich keine Sängerin war, auf den Leib geschrieben war, ging bald um die Welt und gehört heute wohl zu den populärsten und meistgespieltesten Evergreens, die das American Songbook im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. An einer Stelle des Songs heißt es: Drifters off to see the world. Rastlose, ziellose, immer wieder getrieben von melancholischer Einsamkeit. Auf der Suche
nach dem anderen Ende des Regenbogens. I'll be very short with my translation. The next song is Moon River. I think it's pretty well known. Everybody saw the movie. It's written by Henry Mancini, and I think it's time for the band to get started. We are very lucky that we have Feuervogel here for our show today. Thank you. The next song's called Blue Moon. Doch ich sag in Deutsch, was ich zu sagen habe zu dem Song. Und zwar, was ist denn eigentlich ein Blue Moon, ein blauer Mond? Was versteht man darunter? Ich habe mich schlau gemacht. Christoph hat mich da auf manches hingewiesen. Gemäß der heute gebräuchlichen Definition haben wir einen Blue Moon, wenn der relativ seltene Fall eintritt, dass gleich zwei Vollmonde in einen Monat fallen, wie dies zum Beispiel dieses Jahr im Oktober der Fall sein wird. Der zweite dieser beiden Vollmonde innerhalb eines Monats ist dann der Blue Moon. Unsere Interpretation dieses Songs hält sich stilistisch eher an die romantischeren Versionen, zum Beispiel von Al Bowley, der das zuallererst interpretiert hat, und Ella Fitzgerald.
Friedemann gave us a very good definition of blue moon. I was always thinking, that's a weird moon. Normally it's yellow, but let's say it's blue for this song. But this is not what the song is about. Blue moon is that there are two full moons in 1 month, which is very rare. And then the second full moon in the same month is called the blue moon. And this is what the song is about. So it's not about the color of the moon, but it's about the special constellation. And the interpretation they will be playing for us is more leaning to the romantic slow side, which is basically the mainstream way of playing the song. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, I knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone who really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And then I looked, the moon has turned to gold. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Schon beim nächsten Stück angelangt. Der nächste Song heißt Fly Me to the Moon. Hieß im Original früher In Other Words. War geschrieben von einem, muss ich gerade selbst überlegen, Brad Howard 1954. Ist dann bekannt geworden mit Frank Sinatra 1964 in einem Arrangement von Quincy Jones. Was lässt sich noch zu sagen? Das Lied hat auch eine Rolle gespielt in den Apollo-Missionen 1969, Apollo 11 und 10 davor. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht zu sagen. The next song, short introduction, Fly Me to the Moon,
I think most people know the Sinatra version, big band with Sinatra, pretty straightforward. And the song was also kind of played on the moon when they landed on the moon, Apollo 9, 8, 10, and something like that. So the song goes back to the 60s and has been around ever since. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I long for, all I'd worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Okay. Ja. Ja. Ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten Song. 1935 schrieb Duke Ellington eine Jazzkomposition, die zunächst von ihm mit seinem Orchester aufgenommen wurde. Später schrieben Manny Kurz und Irving Mills einen Text zu diesem Lied. Laut Ellington komponierte er das Stück auf einer Party in North Carolina. Einer von seinen Freunden bekam Streit mit zwei Frauen und um die Stimmung zu beruhigen, spielte Ellington Klavier und komponierte spontan ein Stück, das bald zu den Jazzstandards gehörte und zum Beispiel von der wunderbaren Ella Fitzgerald, von John Coltrane am Saxophon sowie von vielen weiteren berühmten Musikern interpretiert wurde. In a sentimental mood. The next song, In a Sentimental Mood, from Duke Ellington. The song's known, but I just learned a new story about that from Ruth. And the story goes like that Duke Ellington was at a party and some of his friends got in a really bad mood or whatever that means in detail, I don't know. So he decided, okay, let's clean that up. And he sat on the piano and played a song that came to mind. And this song was In a Sentimental Mood. So that gives a kind of a frame for the whole song. And yep, please welcome Feuervogel for the next song. Thank you.
a sentimental mood. I could see the stars go through my room while your loving attitude is like a flame. Of every kiss drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss, you made my paradise complete. Rose petals fall. It's all I could dream to call you mine. My heart a lighter thing since you made this night a thing That was In a Sentimental Mood, and I think you can imagine or hope that this really calmed the guy down. And by the way, he also wrote a standard which has been in every real book since. Okay, unser nächstes Stück ist ein Song, den eigentlich alle schon mal in ihrem Leben gehört haben, auf jeden Fall. Der Song wurde 1931 von Herman Hupfeld für das Broadway-Musical Everybody's Welcome geschrieben. Noch im Entstehungsjahr dieses Liedes, das finde ich bemerkenswert, noch im Entstehungsjahr stürmten gleich zwei Interpretationen ein und desselben Liedes die US-Charts. Die eine Version landete auf Platz 15, die andere auf Platz 13. Weltbekannt dann wurde der Song 10 Jahre später in einer berühmten Szene des berühmten Films Casablanca. Spätestens jetzt ahnt ihr, um welchen Song es geht. Gesungen von Dooley Wilson. Es geht um As Time Goes By. Okay, now you can hear me. Okay, Friedemann introduced the next song. The next song was written in 1931 and kind of made it into the charts. So basically what we call hits today, that was the hits of the 30s and 40s, made it right away into the charts, but at that point was part of a musical, which I don't really know. I don't know if anybody knows it, but it's very famous from this movie Casablanca. So you know the song, it's As Time Goes By. Remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply,
as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Same old story, a fight of love or glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate. No one can deny. Big applause for Feuervogel, Fire Bird. I'm a little bit alone here as the audience, but yeah, the corona restrictions in Germany are getting looser, but still we don't have the chance of inviting 20 people here into the studio. So it's great that you listen to us out there. With that, very, very many thanks to our trio that performed here for us today. We had Christoph on bass, Friedemann on guitar, Ruth on saxophone. And if you want to say some final sentence, and I'll be out of the picture. We're very delighted that we were allowed to play here. Nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, es gibt auch noch immer wieder in der Zukunft Sonntagabends um 9 hier Konzerte. Möchtet ihr noch? Ja, und vielen Dank an den Edgar, der das hier möglich gemacht hat. Ja. Vielen herzlichen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dem Edgar und mir macht mit euch beiden ja sowieso schon 10, 12 Jahre Spaß. Ich habe es vorhin auch vergessen. Ja, vielen, vielen Dank, Edgar, und euch beiden sowieso, mit denen ich schon so seit mit Friedemann 13 und mit Christoph seit 10 Jahren Musik machen darf. Das ist für mich ein absolutes Highlight. Jede Woche in der Probe und heute sowieso das absolute Top-Highlight. Ja, nochmal vielen Dank an euch, dass ihr euch den ganzen schönen, wunderschönen sonnigen Nachmittag hier mit mir im Keller versteckt habt. Aber ich glaube, es war sehr produktiv. For everybody, next Sunday will be as usual, meaning we have a small surprise, we'll have a theme and we have music for you at 9 o'clock or 9 o'clock p.m. in Germany and at noon, the Nooner session in Seattle. With that, thanks everybody, goodbye and see you in a week. Bye. Bye.